Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark mit Zero One Up. Hallo! Hey! Wie gucken wir sich wollt? Wir machen heute unsere Hütte auf dem Fluss fertig. Yay! Ja, da freue ich mich schon ganz doll drauf. Ja. Finde ich gut. Trollolol, da. Gucke! Zwei Rahmen übereinander. Was denn? Ich habe die Holz, ich habe die Holzwand jetzt auch falsch rum. Egal. Yay! Zero macht auch was falsch. Yay! Der hat sich halt an die untere angepasst. Tja. Na gut, haben wir eine Seite, die so aussieht. Kann ja auch gut aussehen. Muss es nicht, aber kann. Kann ist eine sehr gute Bezeichnung. So, wir brauchen noch zwei Dinge. Ja gut, die hast du schneller zusammen als ich. Meinst du? Brauche ich gar nicht. Ne, brauche ich gar nicht loslaufen. Ganz ehrlich, lohnt sich gar nicht. Was können wir denn noch gebrauchen? Oh, weißt du, was ich dann in der Zwischenzeit mache? Ich kann jetzt endlich die Stühle lernen. Also, beziehungsweise jetzt lohnt sich das endlich. Dann werde ich jetzt die Stühle suchen, lernen und dann werde ich uns Stühle für den Balkon bauen. Das kannst du machen. Nö, ne? Finde ich auch. Da ist der Stuhl. Yay, ich habe den Holzstuhl gelernt. Eine Holzbank. Aber wir können sogar, guck mal, eine Holzbank können wir auch noch machen und einen Holztisch. Und vielleicht bauen wir, wenn wir irgendwann genug Eisen haben, da unsere Balliste hin. Können wir heilen. Können wir auch. Können wir auch. Können wir gut vorstellen, dass es eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, wenn wir angegriffen werden. Ich weiß nicht, ob die Haie unser Boot angreifen oder einfach nur hinterher schwimmen. Das weiß ich auch nicht. Mal gucken. Weil, und unser Boot hat auch Leben. Wenn ich das Boot fahre, kann ich nur unser Haus sehen. Du kannst was? Nur das Haus sehen, es sei denn, ich gehe in First Person. Third Person meinst du? Ja. Okay. Tja, also weil wir eigentlich genau im Sichtfeld sozusagen unser Haus gebaut haben. Ich fahre mit unserem Haus. Ey, warum fährst du durch die Gegend? Bin nur mit der nächsten gegangen. So, angelegt. Vor allem der Raptor steht da, weißt du? So ganz knapp, eigentlich halb im Wasser. Wenn der runtergefallen wäre und ertrunken wäre, ey. Ach, der kann auch schwimmen. Wenn der runtergefallen und ertrunken wäre. Der kann ja schwimmen, tut er ja nicht. Weißt du, wenn, ja, aber er tut es nicht. Weil er schlau ist. Ein schlauer. Nee, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, nicht zu schwimmen. So, und bei dem werde ich jetzt erstmal Traglast erhöhen. Kann doch nicht sein hier. Hui! Aber ich glaube, ich weiß, warum er mich nicht trägt, weil er hier sinnlos Holz mit rumschleppt. Der Ärmste. So, die letzten beiden Dächer. Okay. So. Oh, jetzt habe ich schon drei. Ah, ich hatte sie schon gebaut. Ich bin noch nicht zu. Ich bin zurückgelaufen, um die zu bauen, bin auch mit dem Floß gefahren. Na gut, haben wir noch einen. Achso, ja, stimmt. Ich wollte ja Stühle bauen. Ach Gott. Einmal gelernt, ja, und dann schon vergessen, dass ich sie wirklich bauen wollte. Aber ich habe eine Idee, was ich jetzt mit der letzten Wand noch machen werde. Na? Oh Gott, ey, ich brauch Stroh. Scheiße. Wieso mit der letzten Wand? Mit dem letzten Boden. Hey. Da kommt die Balliste hin. Verstehe. Jo, das ist eine gute Idee. Einer fährt unten und der andere sitzt da oben und schießt. Genau. Falls wir von einem Hai verfolgt werden, wird er wahrscheinlich hinter uns sein. Richtig. Eben, das ist ja genau das. Daran habe ich nämlich auch gerade gedacht. Kannst dich hier mit deiner Armbrust stehen und den Typen abfeuern. Ja. Aber denk dran, dass dein Raptor wahrscheinlich durchdrehen wird. Ja, der muss nur irgendwie gucken, dass wenn wir durch die Gegend fahren, die Raptoren auf Passiv stellen oder so. Mhm. Dass die halt wirklich nichts machen. Niemanden angreifen, niemandem wehtun. Gott, die werden uns hassen, die Raptoren.
Also ich würde mein Herrchen hassen, wenn es sagt, du niemanden angreifen, verstehst du? Würde ich sagen, nein. Tisch. Gut. Für den Tisch braucht man Metall. Oh nö. Oh nö. Tja. Aber so ein Tisch wäre schon geil. Erstmal brauchen wir Metall dafür. Ja. So, würde gerne den Schmelzofen bauen. Aber ich würde sagen, dafür fahren wir erstmal auf eine andere Insel, wo es ein bisschen mehr Stein gibt. Okay, das ist strange. Wie schön, dass ich hier mein in Weißt du, ich versuche das Verhalten einzustellen. Weißt du, was hier die ganze Zeit passiert? Ne? Diese Kreise, wohin man das machen soll, die verschieben sich andauernd. Das ist voll gemein. Das ist, stell mal vor. Okay, jetzt geht's wieder. Ich bin gerade so, hä? What the fuck? Aber ich will ihn draußen stehen lassen, nicht, dass er ständig hier denkt, irgendwie, weiß ich was. Hey, wir fahren jetzt los, Chatty. Ey, warte. Lass mal den Raptor unten parken. Ja, aber warte. Ich sehe hier gerade sowieso noch ein paar wichtige Tiere, die wir umbringen können. Hey, das ist eine Riesenente. So, kann ich mich den Raptor hier unten parken? Hallo. Vorausgesetzt, er lässt sich parken. Passt. Hm? Ah, jetzt weiß ich, was du... Ja, cool. Sehr kacke. Was? So, oh, ich hab mich gerade erschrocken. Wieso cool. Packst du den Raptor da unten? Nicht? Bring ihn doch ins Haus. Das ist ein Raptor, der gehört nicht ins Haus, aber gut. Dafür haben wir unten kannst du sowieso nicht absteigen. Ja, dafür haben wir ja die zwei Türen hier. Ja. Und wenn du eine schließt, kommt er nämlich nicht mehr raus. Ja, der soll ja auch nicht raus. Ja, deswegen, falls da irgendwie ein Hai kommt oder so, dreht er dann auch nicht durch, weil er dann nicht mehr rauskommt. Stimmt, also durchdrehen tut er schon, aber er hat nichts davon. Ja. So, ich würde sagen, so. Wir fahren jetzt mal, obwohl ich habe erstmal ein Level up. Fahren jetzt mal in die andere Richtung, das heißt nicht zum roten Obelisken, sondern mal in die andere Richtung, weil da waren wir noch nicht. Hm. Und dann gucken wir mal. Aber erstmal gucke ich, was ich lernen kann. Hui! Ja, und ich gucke gerade, wie ich hier den Stuhl ordentlich... Kann man die nicht irgendwie drehen, die Dinger? Sobald du es platzierst, kann man sie drehen. Also die meisten Sachen jedenfalls. Ja? Du kannst erstmal bauen, ich fahre. Da kann man sie wirklich drehen oder denkst du das nur, dass man es kann? Ja, zur Not reißt du es ab. Ich kann dich ablegen. Hm. Wieso kannst du nicht ablegen? Keine Ahnung, ich hänge mich fest. Vielleicht, weil du gerade baust. Das kann sein. Versuch's mal jetzt. Ich hänge irgendwo fest. Nein! Aber jetzt scheint es aber zu gehen. Nee, ich komme nicht weg. Natürlich, dreht sich doch. Ja, drehen kann ich mich, aber ich kann mich nicht vorwärts bewegen. Wir sind einfach zu schwer. Ah, jetzt geht's. Ich bin nur irgendwo hängen geblieben. Ah. Okay, Gott lass sei uns Dank. Fahren. Die Sonne blendet, ich sehe gar nichts, ey. Ach so, wegen irgendwo hinfahren. Ja, das ist voll cool, wisst ihr, jetzt kann ich hier draußen stehen, kann mich erfreuen an, keine Ahnung, was ist das? Oh, einem Riesenvogel, der da irgendwie im Wasser rumschwimmt. Ja, hab ich schon gesehen. Keine Ahnung, der hat irgendwie eine Beute gesehen oder so. Ja, der hat irgendwie, keine Ahnung, Spaß oder so, glaube ich. Das ist nice und jetzt zeige ich euch mal die Karte. Oh, da hinten ist ein Strahl, verdammt, ein bunter Strahl auch noch. Ich gucke mal, da fahren wir um die Insel rum. Cool. Ja, fahren wir erstmal kurz zum Strahl. Fahren wir kurz zum Strahl. Ja. Den siehst du jetzt auch, ne? Mhm. Was ich meine. Ich frag mich, wenn wir das Boot austauschen, ob unser Haus oben drauf bleibt. Ob man überhaupt das Boot austauschen kann. Weil es gibt ja auch andere Boote noch. Ich würde fast behaupten, dass, wenn wir das machen, dass das Haus dann einstürzt.
müssen wir testen. Wir müssen noch ein zweites Floß dann bauen und dann das andere Floß drauf bauen. Das ist voll cool, da draußen zu fahren. So, Raptor, du kommst mit. Nein. Warte, ich bin sofort. Ich hole hier nur das Licht und komm wieder. So. Was? Siehst du mal, wir haben 4 Fackeln bekommen. Du kannst die Fackeln jetzt platzieren, wenn du möchtest. Warte. Wo ist jetzt das Licht hin? Ich hab's eingesammelt. Habe ich nicht gerade gesagt, ich laufe hin? Dann sag mir doch, dass du das machst. Hab ich gemacht. Alle in der Aufnahme wissen's. Außer du. Hör auf, mir Sachen zu klauen. Hihi. Wo ist er hin? Drecksviech. Ach, hast du schon getötet. Ja. Ich wollte gerade von hier aus schießen. Jetzt machen sie mir keine Angst mehr, die Drecksviecher. So. Ich gebe dir das jetzt mal. Stell doch selber auf. Ich fahre, du baust. Hier hast du auch eine kleine Kiste, wenn du möchtest. Oh, ich habe auch ein Bett bekommen. Steinpfeile. Warum kann ich die nicht einsammeln? Danke. Achso, wahrscheinlich, weil du schon wieder rumgefahren bist. Also ich sag mal, beim Fahren bauen ist ehrlich gesagt nervig. Ja? Ja, weil das Spiel dann halt rumbackt. Oh, so. Also beziehungsweise es bewegt sich halt alles mit, ne? Oh. Ist nicht so einfach. Dann genießt die Aussicht. Wenn wir dann irgendwie mal eine Werkbank oder so haben, kannst du da wenigstens ein bisschen was machen. Ich frage mich gerade, warum die Fackeln unterschiedlich sind. Also unterschiedlich gestapelt werden. Ich habe einmal drei und einmal eine. Weil man sie wahrscheinlich nur auf 3 stacken kann. Ja, aber ein Dreier-Stack ist doch irgendwie unlogisch. Genau, ne? Ja, Leute, genießt die Aussicht beim schlechten Wetter. So, wir fahren jetzt einfach auf die Insel zu und gucken, was wir da finden. Ja. Das ist, glaube ich, die Insel neben unserem Anfangsbaum. Ich habe ein Hai gesehen. Cool. Folgt er uns jetzt so? Nee, ich glaube nicht. Und selbst wenn er das wollte, dann wäre er jetzt zu langsam gewesen. Also entweder war der Hai zu weit weg oder keine Ahnung. Ist cool. Also ich muss sagen, das mit dem Balkon war eine coole Idee, weil ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, im Haus rumzulungern. Ja, klar, so sehe ich wenigstens was von der Welt, weißt du, das wäre cool. Also ich meine jetzt nicht so viel, weil Nebel und so, siehst du ja selber. Ja, also wenn wir noch eine Etage machen, dann müssen wir auf jeden Fall eine kleine Lücke lassen, dass ich durchgucken kann. Damit ich was sehen kann. Ja, stimmt. Also kann ich kann ein bisschen was sehen. Nicht allzu viel, aber ich kann sehen, wo ich hinfahre. Aber wenn wir jetzt in mein Sichtfeld noch was reinbauen, dann war's das. Ja. Ich glaube, wir fahren jetzt direkt zur Startinsel, kann das sein? Wir sind in der Nähe von der Startinsel. Da links, ja. Wo das leuchtet, das ist die Startinsel. Ja, genau. Richtig. Das habe ich nämlich gerade daran gesehen, weil ich habe mich gerade gewundert, warum hier überall nur weiße Strahlen sind. Aber das ist ja dann logisch. Ja. So, wir legen jetzt hier an und dann gucken wir uns mal die Insel an hier. Wir arbeiten uns voran, wir gucken uns jetzt alles an. Sicher, dass wir die nicht schon kennen? Ach nee, nur halb. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, unsere Startinsel war der kleine Zipfel, wenn du die Karte aufmachst, dann links. Das war, glaube ich, unsere Startposition. Los, komm. Raptor! Hui! So. Los, komm da durch. Ja, lauf da durch. Fein. Oha. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um, ne? Jo. Also ich sag mal, hier kann ja eigentlich nicht viel passieren, weil, wie gesagt, wir sind jetzt hier in der südlichen Zone. Warum bist du so schnell? Weil ich auf Schnelligkeit geskillt habe. Ja gut, okay. Ja, dann lebe damit, dass du jetzt ständig auf mich wartest. Und bei dir sieht's aus, als wärst du überladen. Ja, so ein bisschen. Aber meiner ist auch überladen, also meiner wäre auch ein bisschen schneller jetzt. Ja. Todes töten! Mach das. Oh, kleiner Leck.
Ich erschrecke mich immer, wenn es da oben steht, ne? Wenn irgendjemand getötet hat, weil ich immer denke, oh, irgendwas von dir ist gestorben, aber es wäre dann rot. Das steht aber daneben? Auch immer so da, als wenn, keine Ahnung, sonst was passiert wäre. Ja, Leute, und vielleicht finden wir hier irgendwann auch mal einen Säbelzahntiger oder sowas Schönes. Aber ich glaube, wir sind noch nicht weit genug im Dschungel. Nee. Ein Säbelzahntiger dauert, glaube ich, noch eine Weile. Wo wir auf jeden Fall weiterhin müssen, ist weiter in den Norden. Was aber das Problem am Norden ist, was ich gesehen habe, ist, dass das, glaube ich, die schwere Zone ist. Das heißt, wir kommen da, glaube ich, vor Level 60, 70, 80 da nicht hin. Komm zu mir. Oh. Nein, nicht scheiße. So. Was ist denn das? Hä? Also, klar, eine Notiz. Warum? Meine hat es irgendwie nicht eingesammelt. Er hat es geöffnet, aber nicht eingesammelt. Okay. Vielleicht bist du zu weit drüber hinweggelaufen. Ich habe die XP nicht bekommen. WTF? Okay. Scheiß Bug. Toll. Das ist jetzt ärgerlich. Du hast wahrscheinlich ein Level-Up bekommen. Ja. Hast du schon genug Level-Ups? Nein, es gibt nie genug. Nein. Komm. So, Raptor gelevelt und mich auch. So, ich gehe erstmal zurück und entlade mich, damit ich mit dem Raptor ein bisschen schneller bin. Hey, eigentlich habe ich auch Level-Up, aber irgendwie auch wieder nicht, oder was? Hä? Wieso? Die Anzeige voll oder was? Ach so, nee, ja, nee, ich habe aus Versehen das Inventar vom Raptor geöffnet. Dann ist natürlich klar, dass ich mein Level-Up nicht sehe. Hui! Ich bin Level 32! So, jetzt muss ich gucken, was ich da so noch finde. Diplokus-Sattel, was auch immer, eine Lanze, ein Klo! Ey, wir können Klo bauen! Ein Klo? Eine Toilette. Aber was? Ein Luxusklo mit Holz, Kristallen, 180 Metall, Steine und Zement. Also sowas zu finden ist schon krass. Oh. Hallo, Spiel. Allein Kristall? Wo sollen wir das... Ich habe in meinem Leben hier noch nichts an Kristall gesehen. Wer weiß, wie das überhaupt aussieht. Naja, ich meine... Wir haben ja noch keine Berge gefunden, ne? Also von daher... Hm. So, und wo bist du jetzt schon wieder? Ich hab kurz mich entladen. Ach so, entladen. Das hört sich an, als hättest du irgendwie einen Push gemacht oder so. Ist so. So, da bin ich. So, wollen wir uns weiter aufkommen? Mhm. Ja, klar. Mal gucken, wie viele von diesen Kisten wir hier noch finden. Ja, erstens das. Außerdem bin ich auch mal gespannt, ob wir vielleicht irgendwann mal was Cooleres finden. Was heißt Cooleres? Eine Höhle oder so, oder was? Ja. Oder neue Dinos oder was auch immer. Also solange wir uns nicht ständig tötet, ist alles in Ordnung. Siehst du, ich habe das Bett nicht aufs Floß gebaut. Shit. Ich hätte das Bett aufstellen sollen. Ja. Das ist bloß ein Para. Okay, alles klar. Ja... Oh, meine Ausdauer. Ach, Raptor. Nee. Mann. Der Raptor, meiner ist einfach zu lahm. Nice. Ja. So. Er hat einfach auch zu wenig Ausdauer, ne? Da ist ein Neu. Du wagst es? Ich wollte gerade sagen, das ist ein neuer Flugdino gewesen. Der hat einen komischen Kopf gehabt. Kann aber auch sein, dass da einfach nur ein anderes Geschlecht ist. Da fliegt er. Ja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Aber der hat eine coole Musterung. Guck ihn dir mal an. Ah, ja, stimmt. Der hat eine richtig coole Musterung. Nice. Schick. Das, ich werde wieder angeguckt. Na, hier. Oh, ich auch. Der Stein hier, guck mal den Stein hier an. Ja, der sieht interessant aus. Der ist voll niedlich. Der weibliche. Oh, ich will ihn haben. Ich sehe ihn doch. Ich glaube, wenn ich absteige, greift er mich an. Ich kann Betäubungspfeil auf ihn schießen. Aber ich glaube, der frisst Eier oder so.
Oh, der guckt mich immer noch an. Oh, ist der süß. Au, 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 au. Hilfe. Okay. Jetzt hast du verkackt. Jetzt bist du nicht mehr süß. Weißt du, das ist wie Mr. 23 Metall, 25 Metall, 29 Metall. Ja, genau das habe ich mir gedacht bei dem Stein. Der sah so metallmäßig aus. Nice. Ja, hier ist auch so ein Berg. Ich denke mal, hier werden wir Metall finden. Ja. Vielleicht auch ein bisschen Obsidian oder so. Müssen wir gucken. Wäre ziemlich nice. Dann hätten wir zumindest... Wo willst du hin? Ich? Irgendwann. Ich überlege, ob wir uns irgendwie hier was tamen, das uns dann die Last abnimmt. So ein Para zum Beispiel? Hm. Ich will diesen, der Flugdino so geil. Der sieht so cool aus. Ich finde die Maserung cool. Ist das jetzt auch so ein Stein? Guck mal, da oben auf der Felsspitze. Das ist ein komischer Stein, ja. Oder was? Ja, ja. Aber der sieht interessant aus. Oh! Hier ist nochmal so eine Erfahrungstruhe. Hui. Bei dir? Komme, ich komme. Weil alle Steine, die irgendwie anders aussehen, sind verdächtig, irgendwas anderes zu enthalten. Dum, dum, dum. Spring, spring, spring. Also die mit den Truhen ist schon cool, ne? Mhm. Not bad. Ui! Noch eine Notiz. Sehr schön. So, dann wollen wir mal unsere Level-Ups. Zum Glück ist der Raptor auch noch gut. Ich organisiere jetzt mal kurz ein Parasaurus. Mach das. Das ist eine sehr gute Idee. Oh Gott, wie viele Level der gekriegt hat. Level 46. Welchen also der Raptor. Meiner? Meine ist jetzt 40, WTF. Ich habe wohl viele Level mit ihm schon. Das ist so krass. Du siehst anders aus, mein Freund. Was bist du für ein Dino? Kann ich dich auch holen? Boom, Level 33. Dafür hast du ja mehr Level. Ich brauche einen hohen Raptor-Level. Terrorbird-Sattel. Okay, das hört sich cool an. Baumplattform aus Holz. Oh! Das hört sich auch cool an. Eine Baumplattform, damit können wir bestimmt... Oh Gott, 200 Metallbahnen. Okay, ist in Ordnung. Eine Gillihose. Organisches Polymer. Haben wir sowas nicht in der Richtung schon mal gehabt? Ja, ich weiß aber nicht mehr, von was wir es gefunden haben. Aber ich habe es gefunden gehabt, als ich mit meinem Raptor durch die Gegend gezogen bin und einige Tiere getötet habe. Ja, das wäre nämlich cool, weil das sind nämlich die ganzen Sachen, wovon du die Brustrüstung anhast. Diese Buschsachen. Mhm. Also cool. Zwei Sachen habe ich in die Kiste gepackt. Davon habe ich einen Bauplan bekommen. Ah, okay. Das heißt, level die bloß nicht. Ja, nö, müssen wir gucken. Je nachdem, wer von uns das bald dann eventuell machen möchte. Ja, ich würde sagen, aber wir machen jetzt eine kleine Pause. Ich tame hier gerade ein Iguanodon. Ja. Und der wird unsere Sachen schleppen. Ja, das finde ich sehr gut, weil ich bin nämlich auch gleich wieder voll. Weil vor allem, wenn ich diesen komischen Stein hier, den ich gerade gefunden habe, dann noch klein gemacht habe. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. Das werden wir uns aber morgen ansehen. Bis dann. Tschüss. Ciao.